So Leute, grüßt euch zum Finale des Spiels, die erste Folge des Finales. So, wir gehen wieder in den Computer rein, gehen auf E-Mail, dann erstmal, ne? Astrolabium und spätere Aufträge. Guten Morgen, Glückwunsch zum Astrolabium. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie infolge aller bisherigen erfolgreich ausgeführten Aufträge den dritten Teil des Willens von Sir Richard erfüllt haben. Bei zukünftigen Anfragen werde ich Sie persönlich kontaktieren. Diese Aufträge erfordern von Ihnen, dass Sie zu einer Insel reisen, die von Sir Richard selbst entdeckt wurde. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. So, jetzt geht's los zur ersten Mission bei der vergessenen Insel. Also, Foto der Insel. Guten Morgen. Die erste Aufgabe aus dem letzten Willen von Sir Richard ist einfach. Sobald Sie auf der Insel gelandet sind, sollten Sie einen Turm erblicken. Gehen Sie zu ihm, gelangen Sie ganz nach oben und machen Sie ein Foto der Statue, wie man von dort sieht. Senden Sie mir bitte das Foto, das stellen wir mit nicht zu. Also, Foto der vergessenen Insel, finde den Turm auf der Insel und wir gehen nicht dorthin. Alles klar. Mache ein Foto der Statue auf der Spitze des Turms. Gucken wir es mal an. Ah, schön. Natürlich nehmen wir den Auftrag an. So. Der Turm, vergessene Insel, finde den schnellsten Weg zum Turm. Ah, wieder eine Route-Sache, cool. Der Turm, hallo, wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Ich und meine Organisation suchen derzeit nach Auftragnehmern in der Gegend, in der Sie scheinbar arbeiten. Sagen Sie uns bitte, ob Sie an unserem kleinen Auftrag interessiert sind. Ja, natürlich. Finde den Turm, jawohl. Zack, los geht's. Und endgültige Suche, vergessene Insel. Finde Schätze auf der Insel. Noch nicht endgültige Suche. Oh nein, dann gleich. Wenn wir nämlich, glaube ich, nämlich nachlesen, was, dann würde ich das letzte ist doch, was wir finden müssen. Endgültige Suche. Guten Morgen. Wir haben über Ihre professionelle Vergnügungsliste auch von anderen Auftraggebern gehört. Wir suchen zurzeit eine qualifizierte Person, die uns bei einem kleinen Auftrag helfen könnte. Im Anhang finden Sie weitere Informationen dazu. Falls Sie interessiert sind, setzen Sie sich bitte in Kontakt mit uns. Na, also viele Schätze vergessen. Also Sie sind interessiert. So. Damit, Leute, geht es los. Das ist die Frage. Nee. Ja, ich muss mal gucken, wo die vergessene Insel überhaupt ist. Ah, hier. So, jetzt aber erstmal der Text. Standort. Östlich von Korsika. Eine kleine Insel unweit von Korsika. Viele von diesen Inseln wurden in der Vergangenheit zur Verteidigung und dem Ausspähen von Feinden auf See genutzt. Du fährst aber nicht dorthin, um nach mittelalterlichen Schätzen zu suchen. Stattdessen wirst du dich auf die Suche nach etwas weitaus seltenerem begeben. Eine Palasiten, der ein sehr seltener Meteorit ist. Sag ich doch, das ist die letzte Aufgabe, Leute. Und somit sogar auch die absolut letzte Mission, Leute. Dann wird es im Spiel nicht mehr weitergehen. Aber trotzdem werde ich das Spiel noch weiter let's playen. Und zwar in dem Sinne, ja, dass ich dann halt noch alle, ne, wie ihr seht, oder zum Beispiel hier, noch alle Orte vervollständigen werde. Aber jetzt geht es erstmal los. Reisen, ab geht's. So, und gleich starte ich die Zeit, noch nicht jetzt, gleich. Habt Geduld. So, jetzt sind wir auf der Insel. So, kurz nochmal eben nachgucken. Also Nummer 1 ist, finde den Turm auf der Insel und wir geben dich dorthin. Mache ein Foto der Stadt auf der Spitze des Turms. Okay, dann machen wir Nummer 1 und Zeit läuft. Let's go! Naja, übrigens heißt es, ne? Unser Dings, ne? Und jetzt nochmal, let's go. Ach, Route, ey, gut. Dann ist die Route die erste Aufgabe, da das schon direkt auf dem Weg liegt. So, hier sind wir und, oh nein. Da sollen wir hin. So, irgendwie hier. Okay, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Wow, sehr schnell. An sich eigentlich kein Problem. Das schaffen wir. La 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 la. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz blödes Gefühl, dass wir das gar nicht schaffen. Das können wir, glaube ich, gar nicht schaffen. Aber es geht. Oh, nee, das werden wir nicht schaffen, Leute, glaube ich. Das werden wir definitiv, glaube ich, überhaupt gar nicht schaffen. Naja. Weil wir nämlich wahrscheinlich die ganz falsche Route laufen, oder? Kann das sein? Ach, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, Leute, um ehrlich zu sein. Laufen wir jetzt falsch oder laufen wir richtig, jetzt wo wir hin müssen? Doch, genau. Ne, wir laufen sogar richtig. Seht ihr da oben an der Leiste diese Anzeige? Wir laufen das jetzt nicht richtig. Komm schon. Wir müssen jetzt hier hoch. Komm schon, Fähnchen, wo bist du?
Nee, 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 nicht. Nach oben eher. Oh, komm, 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 komm. Oh, Mann, 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 Mann. Eieieiei, komm schon, oh. Ja, doch geschafft, ja, yeah! Jawohl. So, Nummer, das nächste ist genau hier oben zum Turm hingehen, genau. Ist ja richtig perfekt gerade. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Achso, doch, hier. Zack. Oh, ist das schwierig, entschuldigt, Leute. So. Jetzt sind die vernünftige Aufgabe abgeschlossen. Bewegst du dich jetzt oder nicht, du Vollpfosten? Sag mal, spinne ich jetzt? Hallo? Ah, jetzt. So, jetzt nach oben gehen, schneller. Nein, wir suchen jetzt keine Schätze. Wir haben jetzt andere Aufgaben zu erledigen. Zack, 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 zack. Wow, was eine schöne Grafik. Zack. So, aha. Da ist jemand, meine Damen und Herren. Und zack. Und zack. Schicke Tanze. Und wieder eine Mission erledigt. Yay, jawohl. So, der nächste Auftrag, den wir hatten, war... Gucken wir mal eben. Finde Schätze. Yeah! Jetzt geht's los mit Schätze suchen, Leute. Jetzt geht's los. Was, wie hier drinne? Was ist das für Schwachsinn? Sag mal. Ey. Rück mich doch nicht aufspielen und mach mich doch nicht immer sauer, Mensch. Ja, wir können denn hier im Turm drinnen... Also echt mal, im Ernst jetzt, ne? Was, im Ernst jetzt? Ja, dann knall doch an! Ja, schnell kann ich an. Erzähl von wegen, hier ist ein Schatz, aber... Aha, Moment. Da, haben wir es auch. Klein und tief. Na gut, bin ich mal gespannt. Zack. Wie gesagt, wir müssen ja Schätze finden, wahrscheinlich keine anderen 5 Stück oder so. Ah, Musketenkugel. Ich glaube, ich hat Schatz gewertet, ne? War wie? Ne, oh, ach. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Diesen Knopf kennst du doch schon 1000 Mal, Junge. Ah, ein alter Knopf. Identification. Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. So, weiter geht's. Zerstörter Knopf. Typ Schatz. Perfekt. Zerstörter Altknopf. Typ Schatz. Realität normal. Metall. Sonstiges. Zustand arm. Wer 5 Dollar. Dieser Knopf ist wirklich sehr alt. Das Material, die Produktionstechnik sowie die Ornamente deuten darauf hin, dass dieser Knopf aus dem 14. oder 15. Jahrhundert und aus Europa stammt. Knöpfe wurden bereits im antiken Rom verwendet, doch es gibt auch ältere Exemplare aus China, die auf 2000 vor Christus datiert werden. Der älteste bekannte Knopf ist 5000 Jahre alt und stammt aus China. Er wurde aus gebogenen Muscheln geformt in Induskultur. Aha. Noch was? Da? So am Rand? Da bin ich jetzt mal gespannt, was das denn wohl sein wird. Na gut. Ich bin gespannt. Ja, sorry Leute, war gerade von meiner Lampe abgelenkt auszusehen. Weiter geht's. Karabiner, Typ Müll, Normalität normal, Metall, Eisen, Zustand gut, Wert 1 Dollar. Ein alter Karabiner, der bei der Erkundung dieser Gegend verloren ging. In diesem Zustand ist er komplett unbrauchbar. Nun ist er Schrott, aber sowas von los. So. Jetzt aber ab geht's. Runter, runter natürlich. Na? Du musst auch schon anschlagen, ne? Tief, aber klein. Na, mal gucken, was wir da haben. Oh, meine Füße ein bisschen ausstrecken. Ein Kronkorken kann ja wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Na gut. So, Flaschenverschluss. Typ Müll. Realität normal, Metall, Eisenzustand gut, Wert 1 Dollar. Ein alter, rostiger Flaschenverschluss aus einer Wasserflasche. Wenn du bis 2077 wartest, könnte sie etwas wert sein. Ja, und wie ich auch schon in anderen Fassen gesagt habe, wäre auch mal interessant, sich zu fragen, wie wir denn im Jahr 2077 überhaupt unsere Nahrungsmittel noch transportieren. Ob das immer noch so ist wie heute oder ob da mittlerweile vielleicht irgendwas Neues gilt. Irgendwas, das irgendwie anders ist. Nur 2077 werde ich wahrscheinlich gar nicht erleben. Aber wenn doch, wow, ne? Weil ich bin ja schon 37 und bis 2077 ist noch mega lange. Das ist noch schon 2020, ja, sind 50 Jahre. Könnte sogar doch noch gehen, dass ich noch dann lebe. Das könnte sogar gehen.
Wenn ich so an die 90 oder über 90 werde, dann würde ich 2077 sogar wirklich noch erleben. Ist sogar tatsächlich möglich. Eine kleine Runde Bleikugel, wahrscheinlich von einer Bleikugel, wahrscheinlich von einer Muskete. Ja, ist doch von einer Muskete, richtig. So. Zerstörte Musketenkugel, Typ Schadensrarität, Normalmetall, sonstiges Zustand, Armwert, $10. Die Kugel ist ein Geschoss, das in Musketen verwendet worden ist. Den größten nach zu urteilen könnte er aus einer Art Muskete oder sogar einer Art Gewusel einer Horte der Musketen. Dies wiederum bedeutet, dass es frühestens auf das 50. Jahrhundert und spätestens auf das 17. Jahrhundert datiert werden kann. Das Geschoss einer Muskete sollte eigentlich als Kugel und nicht als Geschoss bezeichnet werden. Oh, so. Was ist das denn für eine Scheiße? Warte mal. Hä? Mist. Von wegen einer Schätze, den ich hier... Da war. Na, stopp, so. Klein und tief, aber Eisen, also Iron. Na, bin ich mal gespannt. Aber ich muss schon sagen, der Entwickler sollte mal zunächst mal alles mal langsam hier auf Deutsch übersetzt. Aber manche Stellen hier leider immer noch Englisch sind. Na, gut, dass ich so ein bisschen Englisch kann, ne? Ein alter rostiger Nagel, nutzloser Schrott, gewogener Nageltyp, Möhre, Rarität, Normal, Metall, Eisen, Zustand gut, Wert $1. Meine Fresse, das gibt's doch nicht! Ja, da. Wo denn? Da haben wir es doch. Ja toll, direkt, sehr witzig, ey. H und H. Nicht schon wieder sowas. Wie so eine, diese Schmiedezange da, genau, irgendwie sowas war das ja. Zwei länglichen Metallstücke, die miteinander verbunden sind, damit man mit ihnen Gegenstände greifen und heben kann. Dies mit den Händen zu heben kann, statt dies mit den Händen zu tun. So. Und wir können aufhören. Okay, Identification. Obwohl du Idiotenholz das schon längst kennst, Junge! Kaputte Schmiedezange. Tiefschatz. Rarität normal, Metall, Eisen, Zustand annehmbar. $8. Schmiedezange aus dem frühen 20. Jahrhundert. Laut den Sprüchen der Väter einer Sammlung jüdischer Glaubensschriften und Maximen wurden die ersten Schmiedezangen von Gott selber erschaffen, kurz bevor er am 7. Tag ruhte. So konnten Schmiede das erste Paar benutzt, um weitere Zangen zu produzieren, da sie ohne Zangen aufgrund der Hitze im Ofen nichts hätten produzieren können. Jawohl, nehmen wir. Oh. Was, 10 Schätze muss ich finden? Oha, das ist hart. Da muss ich mich jetzt aber wirklich ganz stark beeilen. So. Da muss ich mich jetzt aber wirklich sogar sehr beeilen. Oha, hätte ich aber nicht gedacht. Zack, ein Schloss. Könnte eventuell sogar auch ein Schatz. Okay. Altes Vorhängerschloss. Ja, wird aber definitiv auch als, ne, als Schatz anerkannt werden. Oh, jetzt muss ich das dämliche Ding schon wieder drehen, weil das so unfähig ist, das sofort zu erkennen. Na gut, zack, so. Schatz, perfekt. Vorhängerschloss, Typ Schatz, Rarität, selten Metall, Eisen, Zustand gut, Wert $75. Dieses Vorhängeschloss ist nicht so alt, wie es aussieht. Nach der Technik zu urteilen, ist es relativ jung. Nicht älter als ein oder zwei Jahrzehnte. Es handelt sich um Massenware, bei der nur das Design trügt. Es würde aus dem 18. Jahrhundert stammen. So, jetzt will ich aber... Nein, warte. Ich will woanders das suchen. Zack, hier hoch, 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 hoch. Dann müssen wir nämlich... Ja, genau, hier lang, ne? Den haben wir es doch. Ja, komm, sag mal, halt doch mal den Sabber jetzt. Warte, mach's doch. Da. Klein und tief. Oh, Größe klein. Oh, bin ich mal gespannt. Also mittel meine ich. Größe mittel und tief. Also was bisschen größer. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt haben. Na, da bin ich mal wirklich mal gespannt, Leute. Ein Hammer. Nice. Jawohl. Sehr schön. Ein alter Hammer, zumindest das, was übrig geblieben ist. Aber da ist doch alles noch da. Naja. Aber das ist nicht nur ein Hammer. Seht ihr das, Leute? Hier.
Das ist doch gleichzeitig dann sowas wie ein Meißel oder so. Typ Schatz, Rarität normal, Metall Eis, Zustand arm, Wert 10 Dollar. Zerstörter Stahlhammer, ja, ist er doch nicht. Die Überreste eines Stahlhammers, der in der Holzindustrie sowie für allgemeine Arbeit verwendet wurde. Wahrscheinlich frühes 20. Jahrhundert als Altgegenstand, Alltagsgegenstand, der recht häufig vorkam, hat er keinen größeren Wert. Zack. Oh, komm, komm, komm. Hier ist noch schon wieder was. Wie beweg dich doch, Jung. Hey, immer diese Schlafmützigkeit. So, Leute, jetzt habe ich schon wieder ein neues Wort gerade erfunden. Da. Schlafmützigkeit, Leute. Wieder ein neues Wort. Oh, habe ich gerade zum ersten Mal gesagt, meine Damen und Herren. Oh Mann. Was ist denn das? Oh, so eine verwogene Nadel. Alte Nadel, Herkom Identification. Kennst du doch schon, Junge. Das hast du doch schon. Oh Mann. Jetzt erkennt das, ne? Zerstörte Nadel. Typ Schatz, perfekt, Rarität normal, Metall Eis, Zustand arm, Wert 5 Dollar. Ausgezeichnet. Nach dem Material, der Länge, der Form sich vor allem dem Nadelöhr zu urteilen, stammt dieser Nadel aus dem 18. oder gar 17. Jahrhundert. Nadeln wurden seit prähistorischen Zeiten verwendet, als Nadeln noch aus Dornen oder Steinfragmenten gefertigt wurden. Damals wurden sie mit Sehnen oder Pflanzen genutzt, um Tierhäute zusammenzunähen. Die älteste bekannte Nadel ist 61.000 Jahre alt und stammt aus Afrika. Nadeln aus Knochen wurde 50.000 Jahre benutzt. Kupfernadeln hingegen waren 4.400 vor Christus schon bekannt. Die ersten Stahlnadeln stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Nehmen! Weiter geht's. So, vier Sachen noch. Schon! Da, klein aber tief. So, und dann noch vier Sachen haben wir es geschafft. Yay! Und dann können wir noch zur nächsten Folge übergehen. Und dann da die Finale fertig machen. Denn ich wollte mich auch, wo der Meteoritenstein liegt. Muhahaha. Das habe ich zum Glück noch im Kopf behalten. Ah. So, kurzer Nagel, Typ Mühle, Rarität normal, Metall 1, Zustand gut, Wert 10 1 Dollar. Ein alter rostiger Nagel, nutzt das Wort nehmen. So, los geht's, weiter her. Ja, das war jetzt leider kein Schatz, das ist natürlich blöd. Komm, knall doch! Och Mensch. Da, jawohl. Ganz groß und mitteltief. Oh, ich bin mal gespannt, was wir da haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Ist das ein Riesenhaken oder? Och, ein großes Sägeblatt. Das soll ja wohl ein Witz sein. War so. Irgendwann ist auch mal gut, ne? So, unbekannt. Ja, unbekannt. Klinge einer Handsäge. Ein gewöhnliches Werkzeug. Identification. So. Zerschnittenes Sägeblatt-Typ. Schatz, perfekt. Rarität normal. Metall, Eisen, Zustand arm. Wert 12 Dollar. Dies ist das Blatt einer Holzsäge zur Holzbearbeitung, an dem der gebogene Griff aus Holz oder gar Plastik an beiden Seiten fehlt. Ist ein gewöhnlicher Alltagsgegenstand ohne größere Wert. Das hätte ich fast ungewöhnlicher gelesen. Upsala. So, drei Sachen noch. Gleich haben wir es geschafft. Meine Fresse jetzt. Moment, stopp, da. Klein, aber mittel. Also Größe klein und tief mittel. Na. Mal gucken, was vor so tief liegen kann, wa? Ach, schon wieder ein Karabiner. Na gut. Wieder ein Karabiner. So. Na, kennen wir schon. Karabiner, Typ Müll, Rarität normal, Metall Eisen, Zustand gut, Wert 1 Dollar. Ein alter Karabiner, der bei der Erkundung dieser Gegend verloren ging. In diesem Zustand ist er komplett unbrauchbar. Lepta. Übrigens, Leute, bald kommt hier Treasure Hunter Simulator 2 raus. Und da wird sogar noch mehr Cooles möglich sein. Und ja, das Spiel werde ich natürlich auch holen. Habe schon eine Wunschliste und ja. Zack, so. Zack. So. Noch ein Karabiner. Ja.
Haben wir gerade schon gelesen, brauchen wir nicht nochmal. Scheiß mit. Ein Karabiner kann ja wohl nicht, euer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich brauche einen Schatz, ich kann Karabiner, man. 3 Minuten haben wir noch, Leute. Komm, wir brauchen nur noch 3 Gegenstände. Oder 2? Waren das jetzt 2 oder 3? Ja, werden wir das sehen. Ja, das könnte das. Hoffen wir mal, dass es wieder was ist. Ist sogar sehr groß, glaube ich, wie ich sehe. Ja. Na, doch, könnte als Schatz gewertet werden, glaube ich, ne? Ja, ein mega großer Haken. Ein einfacher Eishaken. Abwarten, erst kontrolliere ich das. Schatz, ja. Zerstörter Eisenhaken, Typ Schattenrarität, normal, Metall, Eisenzustand, Arm, Wert, 5 Dollar. Dies ist ein moderner Haken, nicht viel wert. Wahrscheinlich wurde er dazu verwendet, Sachen ihnen aufzuzeigen. Zack. Komm, eine Sache. Oh, 2 Schätze noch. Ach, scheiße. Moment, Moment. Da. Größe klein, aber sehr tief. Na, gut, bin mal gespannt. Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Achso, ja, der Knopf. Knopf, Typ Müll, Qualität normal, Metall, Eisen. Zustand gut, Wert 1 Dollar. Ein billiger Metallknopf, der vor langer Zeit verloren ging. Nun ist das Schrott. So, und jetzt wieder schön ein Schatz. Komm schon. Komm schon. Mach mal. Meine Güte, Mann. Was? Sag mal, was soll das jetzt? So, jetzt aber. Da. Klein, aber sehr tief. Na ja, mal gucken, was es ist. Natürlich wollen wir hoffen, dass das nächste Schatz ist, ne? Weil wir brauchen hier Schatz. Oh nein! Kein Schatz. Ein Metallverschluss, der wahrscheinlich am Rahmen eines Tapfschusses angebracht war. Nutzt das Schrott. Metallverschluss. Typ Müll, Rarität normal, Metall Eis, ist wahrscheinlich gut, Wert 1 Dollar. Also, nichts Relevantes. So. Klein und tief und Eis, naja, bin ich mal gespannt. Scheiße, ey. Ugh. Zeit läuft gerade ab. Gut, das wird doch, das ist, ja, das wird aber sogar als Schatz gewertet. Ein seltsames gefundenes Stück Metall, ähnlich dem eines Wortes, einer Maschine, kaum von großem Wert. Aber du hast ja wohl nicht alles, hast du schon 1000 Mal auch Identität, Junge! Typ Schatz, perfekt. Qualität selten, Metall, Eisenzustand gut, Wert 10 Dollar. Ein geformtes Metallstück aus einem eher modernen Produkt, wie etwas aus einer Campingausrüstung oder etwas Ähnlichem. Mehr oder weniger nichts wert. So, zack. So, ja, vorher würde ich noch eingehen, da haben wir es gleich geschafft. Also komm. Der nächste Schwach, den kann man. Hä? Was soll das jetzt, eine Verarsche sein? Klein, aber oh Gold, oh, das ist definitiv ein Schatz. Gold ist immer ein Schatz. Jolla, dann haben wir es ja jetzt. Ach, Mission geschafft. Ja, dann machen wir gleich noch eben den finale Part und dann sind wir auch durch. Ach, wieder dieser Anhänger. Ein altes Pendant, welches die Jungfrau Maria darstellt. Okay. Zerstörte wundertätige Medaille. Typ Schatz, perfekte Rarität, normal, Metall, Gold, Zustand A, Wert 10 Dollar. Diese Medaille ist bekannt als die sogenannte wundertätige Medaille. Es wurde in Frankreich vom Goldschmied Adrian Vachette im Jahre 1830 geschmiedet. Es ist nicht ganz klar, wie viele er davon produziert hat. Dennoch wissen wir, dass sie populär waren. Die Medaille hat ihren Ursprung in der Vision der Jungfrau Maria, die die französische Ordens...
Schwester Catherine Laboureur, irgendwie so Laboureur, irgendwie, keine Ahnung, hatte. Die vorne Medaille knüpft an diese Vision an, beispielsweise mit den 12 Sternen im Hintergrund oder dem heiligen Herzen Jesu. Mit der Dornkrone neben dem befleckten Herzen Maria, durchstochen von einem Dolch. Die Medaille wurde von der katholischen Kirche bewilligt und seitdem vervielfältigt. Schätzungen zufolge haben 1 Million Menschen weltweit solche Medaillen. Zack. So, das war's, Leute. Zurück ins Büro. Was war, oder? Wir haben noch alle Missionen jetzt durch, ne? Ja, das war's. Und let's go. Ja, zurück ins Büro. So, zack, zack, zack. Ja, Leute, dann danke ich an der Stelle fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und dann geht es jetzt ab zur letzten Episode.